Als wir angefangen haben, das Musical an der Schule vorzustellen, kam eine Flut an Nachrichten und Anmeldungen auf uns zu, der wir quasi gar nicht Herr werden konnten. Es ist so, dass die Kinder sich sehr auf dieses Projekt gefreut haben. Es war was Neues, ne? Musical, was ist das überhaupt? Das mussten wir natürlich erstmal erarbeiten. Es war ja angedacht, dass wir ein integratives Projekt starten. Die Stephanusschule ist ja eine Förderschule, sodass wir hier auch als Schule des gemeinsamen Lernens eben auch nochmal andere Kinder mit Förderschwerpunkten kennenlernen. Wir haben Katastrophen im Märchenland gespielt. Es ist auf jeden Fall eine Reise durch ganz viele Märchen, durch Prinzessin auf der Erbse, Frau Holle und den drei kleinen Schweinchen. Ich bin die Pia und ich habe Schweinchen 1 gespielt. Ich bin Jonas und spiele Schweinchen 3. Durch das Musical-Projekt hat sich bei den Kindern was verändert. Bei einigen Kindern, bei denen ich vorher feststellen konnte, dass sie nicht so selbstbewusst waren, konnte ich eine Verhaltensänderung und ein größeres Selbstbewusstsein wahrnehmen. Auch haben Kinder ihre Fähigkeiten besser einschätzen können. Sie sind kreativ geworden, haben sich besser Sachen vorstellen können. Ich fand das richtig cool. Da habe ich mich auch richtig stolz gefühlt. Hat man sich richtig so wie ein großer Star gefühlt. Auf der Bühne, wo ich da stand, war es schon ein bisschen Bauchkribbeln. Ich fand es auch immer cool, wo wir die Szenen dann gespielt hatten. Und dann habe ich mich so richtig gut gefühlt und so, dass ich es auch geschafft habe. Mir hat Spaß gemacht, auf der Bühne zu stehen und zu schauspielern. Ich fühle mich jetzt auch viel sicherer, wenn ich das nächste Mal vor ganz vielen Leuten aufführe. Sie haben mit Sicherheit was mitgenommen und zum einen wirklich dieses Aushalten können, ne? Wieder neu zu starten, dran zu bleiben, was für viele unserer Schüler auch schwierig ist. Die Zusammenarbeit der Schüler hat sich verändert. Normalerweise ist es ja so, dass die Kinder häufig klassenintern eher zusammenbleiben. Durch die Musicalarbeit wurden auch die beiden Schulen zusammengeführt und die Kinder konnten sich kennenlernen und haben Zeit miteinander verbracht. Man hat gemerkt, dass da auch ein reger Kontakt entstanden ist. Ich habe auch gelernt, in einem Team zu arbeiten. Ich habe durch das Projekt auch mehr Freunde bekommen. Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, ne? Wir müssen alle gut zusammenarbeiten, damit wir eben so eine tolle Aufführung auf die Beine stellen können. Das gibt den Kindern auch nochmal Kraft. Und das ganze Setting, jetzt bei uns im Forum, ein tolles Bühnenbild, ganz professionelle Lichttechnik mit Mikrofonen, mit Headsets. Also da wachsen die Kinder ja über sich hinaus. Ich glaube einfach, dieses Projekt und heute diese Aufführung ist für die Kinder einfach ein besonderes Erlebnis, was die wenigsten haben. Und das ist das Besondere, womit sie mit Sicherheit was mitnehmen. Ja, ich würde schon gern weitermachen, weil man da sein kann, wer man ist. Und nicht, man muss nicht da sein, wie andere es wollen. Man kann einfach frei sein.